Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus mit dem Bienenmann und... Uns! Ja! Weil wir nicht irre sind. Nein, wir sind nicht irre. Nein, überhaupt nicht. Wie könnten wir nur irre sein? Guck mal, ein Regal mit ganz vielen Sachen drin. Wir gucken. Ja! Geil! Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Gibt's da auch Kleiderbügel? Oh, da müssen wir gucken, Harvey. Nehmen, alles nehmen. Ich bestehe aber nicht drauf, scheiße. Ein Papier, das ist doch gut, das können Papier wir Papier finde ich klasse. Nein, ich stehe nicht. Oh mein Gott. Mit dem hatten wir eins nicht Oh, da ist da ein Schlüssel oder sowas. Generalschlüssel. Oh, die können wir auswechseln. Los, nehmen. Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk. Ach, scheiße. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich dieses Kunstwerk zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde. Desto genialer wird das Werk. Nimm schon. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Nein. Edna, hier spricht dein Gewissen. Nimm den Schlüssel. Nimm den Schlüssel. Dann rede wenigstens mit ihm. Diese Kunststücke. Ach Mist. Warum nimmt sie das nicht? Harvey, nimm Harvey Schlüssel. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich, der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Also ich bin Spieler, ich hätte dafür Verständnis, Edna. Nimm es. Die Backstifte, die wollten wir doch noch nehmen, ja. Ja. Ach, schön. Ach so, das geht nicht. Die brauche ich noch. Ach Mist. Sollen wir dann in den nächsten Raum? Gehen wir doch einfach in den nächsten Raum. Ja, wir räumen uns von Raum zu Raum. Wow, eine Kneipe oder was? Wow, wie geil. Cool. Können wir was saufen? Oh, hoffentlich. Cocktailkarte. Ach komm, die gucken wir uns mal an. Oh ja. Was steht denn da drauf? Margarita oder irgend sowas. Jetzt die toll. Auswahl ist bescheiden, schade. Bis auf Stinktrink ist alles durchgestrichen. Kackkneipe, ey. Voll die scheiß Kneipe, nicht empfehlenswert. Mein Gott. Oh, wie klein wir sind. Reden wir mal, oder? Ja. Okay, wer spricht wen? Ich mach den Barmann und du kannst den anderen machen. Ich bin Peter. Gut. Okay, dann mach ich Peter und und die Edna, wenn die redet. Ach, keine Ahnung, wir machen einfach. Dann mach ich so lange die Edna, wenn du mit Peter redest. Okay. Ich will nicht, dass er sich noch schlechter fühlt. Was war das jetzt? Nur, dass er sich noch schlechter... Er will nicht reden. Okay. Dann reden wir mit dem Barmann. Wer macht den Barmann? Dann kannst du ja wieder Edna sein. Okay. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Mein Gott, keine Auswahl und dann auch noch sowas, ey. Unsympathisch. Total. Hier mixt der Barmann seine Drinks. Oh, das sieht hier im Abfalleimer oder was? Das ist ja widerlich. Können Hast wir du da was? Fußnägel und Uhrenschmalz. Was mitnehmen oder so? Lieber nicht, ich habe Angst, dass er sich auflöst. Oh, Mist. Ach, schade. Oder der Topf oder sowas. Der Topf auch. Mensch, ja. Oder wir haben da, wenn du da Ketchup reintust, oder wir haben da auch noch Senf. Ah, ich weißt könnte du, mir das... Ja, am Ende frisst das Bios. Ja. Doch, egal, ist doch nicht dein Bios, Edna. Genau. Es gibt da mal Ketchup rein. Ja, genau. Oder Senf oder irgendwas. Senf, hier bitte. Cool. Juhu. Und Ketchup auch noch rein? Cool. Ja. Oh, geil. Wir mixen unseren eigenen Drink, aber ist das nicht cool? Ja. Und hatten wir nicht noch diese Cornflakes-Packung oder so? Was ist damit denn? Kannst du die auch noch reinschmeißen? Aber das versuche ich. Oh, Mist, falsch.
Okay, na, die frisst du selber. Okay. Oh, ein Adventure-Game, in dem mal was gegessen wird. Oh, lecker, wenn der Zucker den Zahnschmelz löst. Ja! Ohrenspalz, Zahnschmelz, Fußspiegel. Mist, das geht ja nicht. Nee, also das tut sie nicht da rein. Und kann sie denn jetzt dieses Fass benutzen und da mal ein bisschen drin rumrühren? Vielleicht jetzt? Mach mal benutzen. Also? Nee, doch nicht. Nee. Okay, aber benutzt doch mal das Fass. Versuch mal. Ich habe Angst, dass sich meine Netzhaut ablöst, wenn ich da zu nah rangehe. Okay, und wenn wir jetzt nochmal mit dem Barmann reden? Ja, das können wir machen. Reden. Vielleicht. So, Barmann, ein Drink bitte. Nein, er will immer noch diesen Herrn bedienen, okay. Ja, okay. Dann probieren wir es mal nochmal mit dem. Nee, auch nicht. Auch nicht. Und was ist mit dem Kickertisch da? Ja, genau, den gucken wir mal an. Er ist kaputt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Toll. Benutzen. Mist. Und der Ball fehlt. Ja. Und dann rede mal mit ihm. Jetzt haben wir unseren schönen Ketchup und Sekt in dieses Fass geschmissen und können nichts anfangen da drin. Aber das ist ja richtig. Die haben wir noch. Ketchup und Sekt. Ja, dann ist ja. Ja, wir haben ja auch nicht alles da reingetan. Vielleicht muss man das hier und da immer mal wieder dosieren. Ich weiß es nicht. Da noch was rein. Falsch kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Nee. Was? Sonst würde ich sagen, das möchte ich jetzt lieber nicht tun. Genau. Also, nochmal. Ja. Lecker. Ach, ist das ein toller Drink. Der wird immer toller. Lichtschalter machen. Mach mal aus. Mach mal Licht an, Edna. Lass das bitte. Ah. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Ach, der ist... Gott, der arme Kerl. Neonschild, das können wir mal angucken. Das ist so 80er. Cool. Aber ich glaube, hier können wir nichts mehr machen, ey. Also momentan nicht, aber wir müssen uns das ein mal... Ein Becher! Ein Plastikbecher! What, geil. Nimm mal. Cool. Nimm mal. Und können wir denn da das Zeugs reinfüllen? Gleicher Gedanke. Ich probier's mal. Der lag hier so rum, ne? Davon trinke ich aber nicht. Du sollst ja da auch nichts von trinken, Edna. Ach, dieses gemeine Sod bringt. Heidi! Oh, sie trinkt. Ah. Oh, Edna? Ich dachte schon, oh Gott. Sie hat nicht getrunken, das, oder? Das war spannend. Und wenn sie das dem Typen da an der Bar anbietet? Ich glaube eher, der Becher ist für den Trinkwutzi. Ja. Für Peter. Nee. Brauchst du einen leeren Becher? Der Plastikbecher stinkt auch nicht nach Verwesung. Aha. Aber wir könnten ihr den Becher anbieten. Den. Willst du diesen siffigen Wasserbecher? Der ist zwar sicher siffig, aber es ist trotzdem keiner von meinen. Du kannst ihn behalten. Mist. Ich glaube, weißt du, der Wassertrinker, weißt du, der immer aufs Klo muss. Herr Blas. Ja, für den brauchen wir das auch. Jetzt haben wir aber noch einen Heilbecher. Okay, Schacht, Münchlitz, Stuhl, Aschenbecher. Aschenbecher ist gut. Oh ja. Wo ist er denn? Aschenbecher. Ein wenig sperrig, meinst du nicht da auch? Ja, kannst du trotzdem nehmen. Meine ich mal nicht. Sie willst du nicht nehmen hier? Sauerei. Okay, was können wir machen? Sitzecke angucken. Münzschlitz angucken. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Toll. Dann gucken wir mal. Schicht in Schacht leer. Scheiße. Leer. Ah. Münzschlitz! Da kommen die Münzen. Ach, was du nicht sagst. Ach, nee. Was für Münzen? Wir haben kein Geld. Also, hier geht's. Du, kannst du bitte nochmal das Inventar aufklicken, weil ich muss mal wissen, was ist denn das genau neben Harvey? Was ist denn das da für ein Teil eigentlich? Damit haben wir doch... Ach, das ist das kaputte Stuhlbein. Genau. Okay. Okay. Unsere Zeit. Und vielleicht kannst du mit dem Messer in den Münzschlitz. Das könnten wir noch geschwind ausprobieren. So.
Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Ey, das wäre ja cool. Fehlanzeige. Ach, Na, schade. leider nicht. Dann müssen wir das nächste Mal weiter probieren. Genau. Wenn es wieder heißt. Edna und Tobi werden heiraten. Und viele Babys kriegen. Ganz viele Frottee-Babys. Farbige Ätna-Babys oder umgekehrt. Genau. Könnt ihr euch aussuchen. Also, bis In dann. diesem Sinne, adiamos. Ciao.